Und jetzt haben wir richtige Rocker, Garagenrocker aus Schweden hier im Studio zu Gast. Wir haben Mando Diao heute Morgen hier. Und wenn Sie sagen, Mando Diao, Mando Diao, ja, 2009 war das unser Nummer 1 Hit überhaupt. Bitte schön. Dance with Somebody, das war 2009 der Mega-Hit von Mando Diao. Schwedens erfolgreichste Rockband aller Zeiten. An der Spitze zwei Frontmänner, Björn und Gustav. Vor zwei Jahren steigt der eine, Gustav, überraschend aus. Björn Dixgård bleibt. Mando Diao sind zurück. Mit ihrem 8. Album und dem Gitarristen Jens Sieverstedt als Neuzugang. Auf der Insel Gotland, in einem Ferienhaus, entstand das neue Album. Alle 5 zusammen, bis in die Nacht Songs schreiben, morgens lange ausschlafen. Und schon die erste Single Shake beweist, Mando Diao haben nichts verlernt. Ihre Kernkompetenz ist immer noch Rock'n'Roll. Jetzt sind Björn und CJ bei uns auf der Couch. Schönen guten Morgen. Hallo, ja, gleich sehen wir das ganze Ensemble auf der kleinsten Bühne der Welt. Vorher aber mal die Frage, wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch, nachdem euer zweiter Frontmann weggegangen ist, nicht getrennt habt, sondern die Mütter haben mit euch gesprochen und haben gesagt, Jungs, ihr könnt das doch nicht aufgeben. Wie war das? Ja, natürlich. Die haben das gesagt. Und meine Mutter auf jeden Fall. Und wir fanden das toll. Und wir haben auch gesagt, wir müssen unbedingt weitermachen. Wir spielen so gerne zusammen. Warum soll man was Schlechtes wegwerfen? Aber dass die Mütter so einen großen Einfluss auf euch noch haben. Ja, die Mütter, die sind sehr, sehr wichtig. Ich glaube, die Leute wissen das auch, oder? Das ist sehr wichtig. Mütter sind immer wichtig. Vielleicht hatten die einfach nur Angst, dass ihr zurückkommt nach Hause und wieder zurück zu Hause einzieht. Und sagt, nein, auf keinen Fall bleibt in der Band. Weil ihr seid ja zusammen in so einer Hütte gewesen, in so einer Art Kommune auf Gotland und habt die neue Platte gemacht. Wie war das da so? Das war ziemlich kalt und schön. Wir haben uns auch sehr gut verstanden. Es hat sich total toll angefühlt, die Band wieder zusammen zu haben, in unserem Studio, wo wir geübt haben und wie in alten Zeiten zusammengespielt haben. Aber bist du überhaupt zum Musikmachen gekommen? Weil ich habe gehört, du bist so ein leidenschaftlicher Koch. Musstest du nicht die ganze Zeit dafür sorgen, dass alle was Gutes zu essen hatten? Oder wie war das? Natürlich. Wir hatten verschiedene Teams, verschiedene Aufgaben während dieses kleinen Urlaubs. Ich und Jens. Kochen gerne. Und wir hatten das Kochteam quasi. Und wir hatten dann um 1 Uhr hat man immer gefrühstückt. Ich meine natürlich, nein. Nein, aber Mittagessen und Abendessen haben wir zwar immer gemacht. Und ja, und natürlich mussten wir natürlich auch spülen. Und die haben uns Wasser gebracht, die anderen. Aber sag mal, wie ist denn so ein Tagesablauf dann wirklich abgelaufen? Also 1 Uhr morgens Frühstück, 1 Uhr mittags Frühstück, ne? So haben wir. Und dann? Ja, Brunch. Dann gab es einen Brunch. Brunch first. Wann habt ihr die Songs da geschrieben? Eher morgens, eher nachts, eher zwischendurch? In the morning. Morgens so. In Gotland. Ja, in Gotland, der frühe Morgen. Nein, aber wir haben geprobt von 2-3 Uhr bis 2-3 Uhr, 4. Aber Songs schreiben wir die ganze Zeit. Das könnte auch mitten in der Nacht irgendwie zu einer Ideenfindung kommen. Man weiß das nie vorher. Das ist ein bisschen abstrakt. Aber die Songs, die fliegen einem so zu. Man weiß ja nie, wann die Inspiration zuschlägt. Und wir können mal ganz kurz in die neue Platte reinhören. Was wollen die Autoren uns damit sagen? Wir hatten eigentlich ziemlich viele Ideen, was das Album anging, für viele Videos. Und das war eine der Ideen.
Kuckucksnest, also einer flog über das Kuckucksnest, davon sind wir riesen Fans und sowas wollten wir machen und wir wollten also ein bisschen kopieren und einfügen. Und ich glaube, wir haben da ziemlich viel kopiert und eingefügt, oder? Aus dem Film. Jetzt hören wir einen Sound, der ziemlich ist, wie man Mandio Diao auch von früher kennt. Ihr habt aber ja eine neue Besetzung, also ihr habt ja den Jens mit dazu bekommen und ihr müsst uns jetzt überhaupt mal erklären, wie ihr auf den gestoßen seid. Ich bin auf den gestoßen, weil wir für andere Künstler zusammenschreiben sollten. Und er hat in Stockholm in einem Studio gearbeitet als Komponist, als Songwriter. Und da habe ich ihn angesprochen. Aber wir haben dann keine Songs für andere Leute geschrieben, sondern nur für uns. Und zwar sofort. Und als Gustav ausstieg, braucht man ja einen Gitarristen. Und ich hatte den ja schon ausprobiert und er war verrückt und total nett und der passte zu uns. Perfekt. Der ist genauso kindisch wie wir. Das ist aber auch sehr wichtig für diese Band, diese Jugendhaftigkeit im Geiste zu behalten, finde ich. Und der macht das auf jeden Fall. Gab es so ein Testwochenende, wo ihr ihn auf Herz und Nieren geprüft habt? Oder wie führt man jemanden so jemanden in die Band ein? Wie macht man das? Das war eigentlich recht einfach. Er kam zu den Proben, dann haben wir gespielt abends auf einer Bühne und dann haben wir gesagt, alles klar, bist du dabei? Und dann hat er gesagt, ja, alles klar. Und er ist auch nicht geflohen, als ihr auf Gotland eure Songs geschrieben habt und das Album aufgenommen habt. Good times. Ja. Ja, er war sehr gerne da. Und das Haus gehörte ja auch ihm. Oder gehört ihm. So far he hasn't sold it. Und er hat es noch nicht verkauft. Mandio Diao bei uns hier im Heidi. Wir freuen uns sehr. Und jetzt der Sport mit Peter. Eishockey wird jetzt. Jetzt wird's nicht leise, keine Funkstelle, jetzt geht's Krach. Wir haben nämlich die Jungs von Mandio Diao hier im Studio. Das neue Album Good Times ist drauf. Nackig sind sie da alle zu sehen. Aber jetzt erstmal ihre Nummer 1 Hits und alles, was für Mandio Diao steht. Dance with Somebody, das war 2009 der Mega-Hit von Mandio Diao. Schwedens erfolgreichste Rockband aller Zeiten. An der Spitze zwei Frontmänner, Björn und Gustav. Vor 2 Jahren steigt der eine, Gustav, aus. Jetzt sind Mandio Diao zurück, mit dem Gitarristen Jens Sieverstedt als Neuzugang. In einem Ferienhaus entstanden die neuen Songs. Auch beim neuen Album beweisen Mandio Diao, ihre Kernkompetenz ist immer noch Rock'n'Roll. Rock'n'Roll und ein bisschen nackig? Das sind keine echten Aufnahmen von euch? Ja. Yeah. No, it's not, not, nein, not das sind really keine Fotos. Also so echt sind sie nicht. Aber wir wussten, wie wir aussehen wollten. Und das ist eigentlich ganz cool, was da rausgekommen ist. Ich wollte gerade sagen, gut gebaut. Und jetzt kommt aber der neue Song, Shake. Das ist die Nummer 4 auf dem neuen Album von Mandio Diao. Bühne frei. I've been waiting patiently for your love to set me free. Been starving for too long on my own. Gravity can't hold it down to me. Shake me all around, shake me
got a fear, I need somebody to call me honey. Girl, you got me, won't you take me home? Yeah. Huh. Oh, fire me up, fire me up, don't tease me. Just fire me up, fire me up, don't tease me, don't tease me. Just fire me up, fire me up, don't tease me, don't tease me, don't tease me, don't tease me. A girl, shake me all around, shake me to the ground, shake me with no fear, shake me out of here. Danke. Und wenn sie das nicht aus dem Bett geschickt hat, weiß ich auch nicht. Dann muss Peter jetzt ran.